exactly travel in similar circles. Und da sind wir direkt wieder zurück zum nächsten Part von GTA 5 im Story Modus. Sorry, I don't wanna. Wir sind hier immer noch romantisch auf dem Highway unterwegs mit Trucker Trevor und Beifahrer Franklin. Und Lamar ist, glaube ich, auch noch dabei. The turd was probably playing me from the start. Right, yeah, probably. How you do it? Where? When? All right. Fuck. I was running this small air freight outfit in North Yankton. Tiny operation. It's one beagle I could borrow when I needed it. We were kids. Kids with planes. So, this guy I know says there's this other guy needs some hot cargo moved across the border. Money's good. And I don't know enough to check references, so I'm in. A few days later, I'm waiting on the runway. I see this dust coming up off the road. Only it ain't one dust trail, it's two. I got told one guy in cargo. First car comes through the gate, stops, someone comes out. It's my age, just 20, kind of fat but strong underneath. Love at first sight. Yeah, something like that. Other car comes through the gate. Old guy falls out, starts yelling, waving his arms and pointing at the kid. The dude that got jacked? Who fucking knows? Fat guy's running, old guy's shouting. I don't really care. I play peacemaker. Concerned citizen. I get close to the old guy and I pull out this flare gun I'm carrying around, squeeze the thing off in his eye. Shit. It was horrible. We had to pick up the body and dump it in a lake on the way. Thing was still burning in his head when we dropped him. Plane never smelt the same. Both of us threw up when we landed. It was quite a baptism. So, haben wir mal eben before? Kurz Ventilator angemacht. Really. Immer noch so irre, oder was heißt immer noch? Wieder so irre warm. Was? Wieso habe ich denn jetzt Polizei? Oh, shit, nur weil ich da kurz geparkt habe? Achso. What you gonna do, old fearless leader? Alright, shit. I'll handle this. If you keep driving, I'll use the JB700 to get rid of him. Warte, ich fahr keinen. Nein, nein. Irrtum. Missverständnis. Man, Molly said there'd be some hardware on board. You come on, yeah. Muss ich hier weiterfahren? Hey, take this headset. We have reason to believe you were transporting your vehicles. Pull over to the side of the road. Whoa. Ja, da muss ich aber aus der Kameraperspektive raus, da kann ich nicht durchhalten. Ach, Franklin, du Lappen, du gib dir mal ein bisschen Mühe da. Nein, ich fahr gar nicht rechts ran. Das ist L. Oh, ein Fass.
Wir keine Nägel mehr, oder was? Was ist denn jetzt wieder passiert? Oh. Ja, das hätte er mir vorher sagen müssen, dass ich die auf jeden Fall... Vielleicht müssen wir jetzt mit dem LKW von Anfang an neu losfahren. So this button wasn't here before. I thought you said the coast was... It was. They sneaky motherfuckers. No police, homie. Get them off us. What the fuck you doing? Yeah. Molly! Mr. Clinton, where are you? We're coming up to G08. Man, the cops was all over us. They slowed us down some. That's not surprising. The insurance companies have been pressurizing them to find you since the studio break-in. You knew there'd be heat? Man, you could have told us. Don't get emotional. We're waiting at Procopio truck stop. Be here soon. We're taking a ride to the truck stop at Procopio. Roger that. Ach, Molly wieder so förmlich heute am Telefon, ne? Mr. Clinton. Normal sagst du mir Frankie, honey. Schade, ich dachte, ich kann mitfahren. Oh. Gleich treffen wir Molly. Ich liebe die so dolly. Hey, I'm gonna speak to the legal counsel woman. Get us paid. Yeah, I heard about that CEO pay shit. Just make sure it's fair salary for the workforce, motherfucker. Yeah. Molly, Liebling. Achso, jetzt soll die Waffe wegtun. Das imponieren wir ihr mal. Rui, psa. Hey, Schatz. Hello, Franklin. Hey, Molly. Somewhere meditating or ripping somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's... obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be big. Dieser Hintern, oder? Let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now where the fuck is my money? Oh. The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his alpha fund, and make the funds available to you at a time as the transfer will not induce any undue attention. Och, Molly, fahr doch nicht wieder weg. Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature way of seeing things, Mr. Clinton. Let's go. I boost car and pop motherfuckers. Maturity is not really my fucking thing.
Och Molly. Missionszeit nicht ein Kratzer. 67% sehbar. Ja. Schreller 11. Können wir mit leben. Und ich habe Molly mal wieder gesehen. Komm, jetzt hauen wir uns hier nochmal eine Sprite rein. Oh, das wird Lester telefonieren. Franklin! What's happening, Lester? Hey, look, you seen Michael? Man, the contact he set me up with is holding out on the payment, dawg. Huh. Let's see. His phone is offline. His credit cards aren't active. This is aberrant behavior. Last usage is for a flight to North Yankton. There was a signal from his cell back in Los Santos, but now nothing. Damn. Is he in the city, dawg? Shit, he could be in trouble, huh? I don't know, but it's worth speaking to Trevor. Most likely he was with him in the Midwest. I'll get him to come see you. Shit, all right, homie. Look, send him to my aunt's crib, all right? So, jetzt haben wir uns trotzdem erstmal eine Sprite rein. Eine Spunk, natürlich. Das Auto ist natürlich auch weg. Auch zu schön gewesen. So, ja, dann fahren wir zu meiner Tante, ne? Ist die markiert? Ist sie natürlich nicht. Ist wieder am Arsch der Welt. Orange ist Franklin hier. 8 Kilometer. 9,5 Kilometer. LKW. Auch ein LKW. Das kann wieder eine Fahrt werden. Ich denke, wir machen es wie vorhin. Oh, was ist hier los? Wo bist du? Da. Okay, yeah. Take it easy. I got you. There's gotta be a hospital near here somewhere. No, no hospitals. Can you take me to Sandy Shores? Na klar, komm. I got people there who can help me out. Chola Springs Avenue. Look, thanks for this. Another 20 seconds, I'd have had the cops all over me. What the hell happened back there? Don't worry about it, okay? It's not worth it. Look, you bleeding out. You won't go to the hospital or the cops. And you fleeing the scene of a dead body. If you want my help, you're gonna have to do better than that. Just a job that went wrong. Trust me. Don't wanna know. Trust me, I do. I've seen enough jobs go wrong. I wanna be clear what I'm getting into. So you're in the game? Now who's asking too many questions? Look, we hit a pawn shop, okay? But it was a sting. Cops were waiting for us. It's supposed to be an easy job, low risk, 20K each. I was the driver. And not a very good one. Hey, I got us through 3 roadblocks. We had half of San Andreas law enforcement on our ass. We'd have been home free if that son of a bitch hadn't pulled a blade on me at 100 miles per hour. Spun us off the road. You cross me, I put you down. No second chances. Sounds like you need to find a better crew. Considering I got 2 in custody and the other one dead on the side of Sonora Freeway, I need any crew, period. Why? Get out there, ride home. Nah, I didn't say that. They got... Alter! Die ist jetzt nicht tot, oder? Die ist nicht tot. Weil ich das scheiß Auto wechseln musste. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Sorry. Ich hätte nicht mit dem Auto einfach weiterfahren können. Nein. Entschuldigung.
Das tut mir echt leid jetzt gerade. Echt ein bisschen betröppelt. Muss ganz ehrlich gestehen. Es tut mir leid um die Frau. Bremse doch extra. Your life must be so exciting. Say again? I can't even imagine. Gang signs, initiations, dropping homies, ready to bleed for the hood. Live fast, die young. Respect. Man, what are you talking about? You don't know me. Oh, no. Man, these I didn't mean any offense. Crazy. No? It's just my life is so dull. Richtig schlechtes Gewissen, ey. Ja, egal jetzt. Wir können es nicht ändern. Oder ich kann es nicht ändern. Was hat er jetzt wieder mit Mission? Will der mich jetzt verarschen? Was hat er denn immer? Mission wurde unterbrochen. Wahrscheinlich muss ich erst wieder auf jemand anders schalten oder so. So, dann gucken wir doch mal. Ach, Michael, können wir jetzt eh nicht. Ja. A less rational man might think he'd be zweimal, ja. Gut, Was? Ja, wie soll ich da so schnell hinkommen? Der, wer überfällt meinen Club? Au, au, au. Ich wollte gar nicht unter den Rock gucken jetzt. Ja, vielleicht können wir dann mal irgendwie anhalten. Bevor wir ganz tot sind. Scheiß Dreck. Ja, Trevor, steh doch mal auf oder so. Alter, ist das sein fucking Ernst? Ich kann nicht bremsen und nicht aufstehen, ne?
Das Tier hat es wohl nicht überlebt. Man hält normalerweise an, wenn eine Person auf der Fahrbahn steht. Oh, jetzt kommt der Bus auch noch. So, was hat er jetzt gesagt? P, ne? Das hat zu sein, dass man mich überfällt. So mein Laden. Ein bisschen auf die Außendarstellung achten, ne? Okay. I mean, whatever, right? Ja. Wolltest du was sagen? Hier gibt's aber auch nichts, was mir geht. Ja. Klingt jetzt bescheuert, wenn ich sage, hier gibt's nichts, was mir gefällt, ne? Nee, das ist alles scheiße hier. Hast nur Mist in deinem Laden, olle Hippe. Es ist, wenn man billig kaufen. Wie gibt's denn hier noch einen teureren Klamottenladen vielleicht? 10 Kilometer, danke. Mittlerem Wert 7 Kilometer. Ja, geringer Wert ist hier. Okay, dann. Jetzt sag nicht, dass das Ding jetzt weg ist. Ich hab's heute aber auch. Ja, ich war doch auf dem Weg. Heute läuft irgendwie auch gar nichts. Ja, ich fahre jetzt dann zum Haus von Franklin. Oder vielmehr erstmal Klamotten kaufen. Ne, wir fahren zum Haus von Franklin. Bin ein bisschen frustriert, dass jetzt irgendwie in dem Part gar nichts wirklich geklappt hat. Hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal noch wieder und gucken, wie das hier weitergeht. Und dann sehen wir noch zu, dass wir Mike noch irgendwo finden. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.